Alo. Hallo. Warst du in der Uni? Ja, ich kann doch weitermachen. Sie lehnen sogar direkt eine Zwischenprüfung. Und, wie lange machst du diesmal mit? Das Ziehen ist voll durch. Du freust dich voll aufs Büffeln. Ja, ich hätte auch nicht gedacht. Aber wenn ich den Anwalt habe... Kannst du dich dann für die Schwachen einsetzen, ja? Das sagen am Anfang alle. Ja, die einen sagen es und die anderen machen es. Und es geht nicht nur um die Schwachen, es geht mal um das System allgemein. Vor allem um die Ungerechtigkeit in der Klassenjustiz. Da hast du dir aber einiges vorgenommen. Ja, ja. Wart's du nur ab. Naja, wenigstens lenkt es dich ein bisschen von deinem Liebeskummer ab. Du nimmst mich schon überhaupt nicht ernst. Die Geschichte mit dem Urs ist wirklich definitiv gegessen und es gab mir sogar gut dabei. Schön für dich. Ich habe übrigens auch einen definitiven Entschluss gefasst. Ich will wieder ein Kind. Ein eigenes. Ah ja. Und der richtige Mann dafür, den hast du gefunden? Ja, den suche ich gerade. Vielleicht kennst du jemanden? Ich? Also er sollte... jung sein, gesund sein, intelligent sein, etwa deine Größe haben und überhaupt. Ja, ja, ist schon gut. Aber ich helfe dir gleich suchen, weil wenn er dir nicht passt, dann kann ich nicht nehmen. Du willst mir wirklich dabei helfen? Ja, wieso nicht? Vielleicht haben wir den gleichen Geschmack. Das glaube ich weniger. Hallo? Urs? Thomas, ich kann nicht gut reden, ich bin hier im Spektakulo. Du musst mir helfen. Ich kann nicht einmal mehr heim. Und Blattspitze. Beim Rondell dort sieht er es nicht. Ich habe Angst, verstehst du? Was wollte er denn? Er hockt wieder mal tief in der Scheiße. Und du hilfst ihm wieder? Ja, was soll ich machen? Sind im Stich war. Auf keinen Fall. Das wird lustig. Ich warte schon lange darauf, diesen schwulen Leuten endlich mal die Fresse zu polieren. Wenn er kommt, gehst du links um und ich rechts. Sonst hält er uns noch ab. Hey! Willst du auch gleich was essen? Nein, danke. Kein Hunger. Und? Konntest du diesmal Urs helfen? Du liebe Güte, wie siehst du denn aus? Moment, ich hol mal eben was. Was war denn los? Sie haben mir auf alle gestellt. Ich habe doch mit dem... Urs am Blattspitz abgemacht. Kaum bin ich dort gegumpen, dann einvernecken, sie sind versteckt. Ich kann nur noch absäkeln. Au! Wieso macht er das? Ich kann doch nur... Ich will davon nichts mehr hören. Wieso hat er sich für so etwas einspannen? Ich habe das Thema so satt. Solange du nicht von diesem Urs wegkommst, ist dir echt nicht zu helfen. Ich habe wirklich noch das Gefühl, er sei in Gefahr. Was soll ich nun machen? Mir passiert fängt nur noch so Scheiß. Wieso bin ich nicht einfach Hater, oder? Wenigstens so eine lustige Tunte, die auch Kleider kaufen und an Partys geht. Weil du eben so bist. Das gefällt mir ja dummerweise so gut an dir. Ich habe die Nase langsam voll, Sabina. Bist du, wenn ich heiraten würde? Das wäre schön gemütlich und ruhig. Danke. Das ist ja wohl das schärfste Kompliment, was ich je bekommen habe. Pass auf, das ist für die Mäuse, nicht für deine Finger. Das ist aber Glück gehabt. Hey. Hallo zusammen. Hoi. Hey Thomas, was machst du da? Super, dass du wieder mal da aus dir zeigst. Ich wollte schauen, wie so Landeier so geht. Statt Ratte. Bleibst du in die Nacht? Ja, gern. So, wie geht's dir Matur? Ja, der geht's gut. Und bei dir? Auch voll am Büffeln. Und mit dem Urs? Haben wir euch wieder versendet? Immer noch Lampen. Lampen, nein. Keine Lampen mehr. Schlot auch da.
Komm, erzähl, was ist mit dem Urs? Fertig ist. Sabine hat recht gehabt. Dort ist der Jür. Ich komme durch. Irgendetwas hat er. Du kannst Gift aufnehmen. Da! Der hat einen geschissenen Fall. Mit dem bist du die Viecher 0, plötzlich los. Wie bitte? Ich vergifte doch nicht mein ganzes Land. Ich mache das biologisch. Das sind doch super, die Fallen, oder? Ja, und wer vergrabt es auf dem Feld? Ich. Wer sammelt es wieder ein? Ich. Weißt du, wer da für ein Kampf ist? Herr Egger, wir haben eine Abmachung. Und an die halten wir uns. So muss man also nicht kugeln. So nicht. Ja, Herr Egger, so warten Sie doch. Hat das jetzt müssen sein? Was soll ich noch machen? Die Musik braucht mega viel Zeit. Wie siehst du, bin ich immer noch dran. Und bei dir? Läuft alles gut? Nicht wirklich. Eigentlich alles ziemlich verschissen. Liebeskummer. Ich habe mich weg von zuhause. Er läutet die ganze Zeit an und ich mag einfach nicht mehr mit ihm reden. Sabine hat schon lange genug von meinem Gejammer. Okay. Immer noch durch. Er hat mich verarscht. Sie haben mich auf den Blattspitz geschaut. Er, der Neifenegger und noch so ein Schläger. Ich kann nur noch davon säckeln. Ja, und jetzt, was machst du? Sag's an. Bei den Bullen. Die lachen mich eh nur aus. Ja, aber irgendetwas musst du doch unternehmen. Gehst du zu der Presse zum Blick? Ja, vergiss es. Ja, aber irgendetwas muss man doch machen gegen die Fallschuss. Irgendeine Veranstaltung. Irgendeine Aktion. Wieso eigentlich nicht? Ein Festival mit Rockbands gegen rechts. Da kämen vielleicht nicht nur 12 Leute wie letztes Mal, sondern 12'000. Da bräuchten wir natürlich ein paar super Bands. Ein Open Air. Ein Rockfestival gegen Faschos. Was meinst du? Wer soll das auf die Beine stellen? Ja, wir zwei, wer sonst? Hey, schau nicht so. Wir zwei schaffen das zusammen. Okay. Hey, Lotto, wenn ich dich nicht hätte. Was gibt's? Geschmelzi und Käse. Oh nein. Nicht recht. Na gut, dann muss ich halt durch als Führerin. Aber das Stinkkäs, der isst sich nicht, gell, Zürich? Nein. Hallo miteinander. Hallo, Tamara. Hoi, Lotta. Ich wohne im Fall jetzt bei euch und habe ein unschönes Zimmer. Wirklich? Und Thomas, wohnst du jetzt auch da? Nein, ich bin nur auf Besuch da. Du, der Mann, der ist gierig. Jetzt müssen wir unbedingt den KB bestellen. Der KB? Ja, der KB, der ist... künstliche Besamung für Kühe. Weißt, dann kalbert sie gerade auf die Weihnachten her und dann haben wir ein schönes Geschenk, oder? Künstliche Besamung? Ja. Ich wollte einen Muni drüber lassen. Was ist das? Einen Muni drüber lassen? Dann, wo nimmst du den Muni her? Das ist viel zu kompliziert und zu teuer. Ja, dann schau doch mal dein Biofutter, da kannst du fast doppelt. Hör mal, der Thomas und ich haben eine mega gute Idee. Also ich futtere dich hier auf keinen Fall mit ihrem BSE-Futter, das sie letztens gekauft haben. Das lieber glaub ich auf den Sondermüll. Jetzt hört doch mal auf mit eurem Bio-Gequatsche, wirklich. Der Thomas und ich haben gedacht, wir werden ein Rockfestival organisieren hier in dieser Gemeinde. Und Sie, Herr Ecker, könnten uns dabei helfen. Im Futtermäßig einwandfrei. Da habe ich saumässig günstig rüberkommen. Oh, komm, leck mal doch. Herr Ecker, ich möchte doch nicht immer streiten. Nicht doch, oh. Also lang mache ich das Theater nicht mehr mit. Du? Was ist mit dir? Und hast du deinen Kollegen Urs nicht mitgebracht? Mit dem kann man wenigstens vernünftig reden. Also ich bin mega glücklich. Wieso bist denn du so mega glücklich? Weil es bei euch so schön ist. Also ich meine, nicht streitet. Und weil ich jetzt einen Grossvater habe.